Wellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Wellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Wellner live. Schönen guten Abend, willkommen bei Wellner Live und wir starten heute mit der Justizministerin Alma Sadic. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, danke für die Einladung. Frau Ministerin, ich würde gleich beginnen. Doch sehr überraschend für viele ist gewesen der Rücktritt von Rudi Anschober diesen Dienstag. Wie sehr hat Sie denn seinen Rücktritt überrascht oder haben Sie eigentlich eh damit gerechnet schon? Also ich muss sagen, es hat mich schon sehr betroffen gemacht. Auch seine Rede hat mich betroffen gemacht, weil ich auch in den letzten Wochen immer wieder gesehen habe, dass es ihm tatsächlich nicht gut geht. Also es hat ja auch einige Kreislaufzusammenbrüche gehabt und man sieht halt einfach, was dieses Amt erfordert und was auch gerade er als Gesundheitsminister in den letzten 15 Monaten geleistet hat. Er hat sich über die Grenzen seiner Gesundheit für dieses Land aufgeopfert und hat uns und die Österreicherinnen und Österreicher durch diese Pandemie geführt. Und dafür bin ich ihm unendlich dankbar. Und ich muss sagen, ich kenne ja auch Rudi Anschober schon länger eigentlich. Seitdem ich in der Politik bin, haben wir ja einige Sachen auch gemeinsam gemacht. Seine Initiative damals, über die ich ihn kennengelernt habe, mit Ausbildung statt Abschiebung, hat ja hohe Wellen geschlagen. Und so bin ich mit ihm in Kontakt gekommen und bin eigentlich über ihn zu den Grünen gekommen. Okay. Das heißt, er ist eigentlich sozusagen der Grund, warum Sie zu den Grünen gekommen sind? Er ist der mich damals auch angesprochen hat und mit dem ich halt die ersten Gespräche auch geführt habe. Also er ist tatsächlich auch ursächlich dafür, dass ich zu den Grünen gegangen bin. Und da bin ich ihm auch sehr dankbar und empfinde aber auch eine sehr, sehr große Wertschätzung für das, was er gemacht hat und was er nach wie vor tut. Jetzt hat die breite Öffentlichkeit davon am Dienstag erfahren. Wann haben Sie davon erfahren? Also ich wurde vom Vizekanzler Werner Kogler informiert, aber über den Gesundheitszustand von Rudi Anschober habe ich natürlich auch schon vorher Bescheid gewusst. Jetzt gibt es schon den Nachfolger, Wolfgang Mückstein, wird am kommenden Montag angelobt. Kennen Sie den besser? Also ich kenne ihn jetzt, ich habe ihn jetzt im Zuge der ganzen Gespräche auch kennengelernt, habe ihn vorher aber nicht gekannt. Habe aber in den paar Gesprächen, die wir geführt haben, wirklich einen sehr guten Eindruck von ihm bekommen. Er ist sehr durchsetzungsstark, ein Mann, der anpackt und der auch Sachen gestalten möchte. Und ich habe größte Zuversicht, dass er quasi diese zweite Phase der Pandemie uns in dieser zweiten Phase der Pandemie auch gut begleiten wird und sich genauso wie Rudi Anschober für unser Land einsetzen wird. Sie haben es jetzt schon vorher kurz erwähnt, das war ein sehr berührender Auftritt von Rudi Anschober, wo er eben die Beweggründe auch dargelegt hat, warum er zurücktritt. Und er hat da auch gesprochen von Morddrohungen, die er bekommen hat, eben, dass er seit November unter Personenschutz steht. Wie sehr belastet einen so etwas als Politiker? Sie sind in einer ähnlichen Position, bekommen leider auch immer wieder solche Drohungen. Ich nehme an, das können Sie auch teilweise sehr gut nachvollziehen, was er da gesagt hat. Wie schwierig ist das und macht das diesen Job, der ohnehin, muss man sagen, schon stressig genug ist und dann, wenn sowas auch noch dazu kommt? Also ich habe öfter mit Rudi Anschober diesbezüglich gesprochen, weil auch ich zur damaligen Zeit natürlich unter Personenschutz gestanden bin. Wir hatten auch beide Objektschutz. Also es ist schon eine sehr belastende Situation, wenn man das Gefühl hat, man kann sich nicht mehr im öffentlichen Raum frei bewegen, sondern braucht immer jemanden, der einen quasi beschützt. Und das ist natürlich nicht angenehm, weil immer so das Gefühl mitschwingt, es könnte jederzeit was passieren. Und ich habe mich öfter mit ihm ausgetauscht. Es belastet einen schon sehr stark. Nichtsdestotrotz, ich kann auch meine eigenen Erfahrungen sprechen und weiß auch, dass Rudi Anschober eine sehr ähnliche Erfahrung gemacht hat. Der Personenschutz macht das extrem professionell. Also es ist wirklich, mich sehr gut aufgehoben gefühlt und er natürlich auch. Es ist belastend auf der einen Seite, weil man weiß, es gibt einen Grund, warum man begleitet wird. Andererseits bin ich sehr dankbar gewesen für diesen Schutz, weil sie wirklich sehr professionelle Arbeit leisten und sich meistens gut im Hintergrund aufhalten. Jetzt muss man sagen, was vielen Beobachtern aufgefallen ist bei dieser Abschiedsrede, war, er hat sich bei vielen bedankt, auch beim grünen Regierungsteam, bei seinen Mitarbeitern. Bei wem er sich nicht bedankt hat, war bei der ÖVP und beim Bundeskanzler. War das auch ein Mitgrund, dass die ÖVP da in letzter Zeit, sage ich einmal, den Rudi Anschober immer wieder hat anrennen lassen? Also das glaube ich nicht und das liegt natürlich in im Ermessen von Rudi Anschober, wem er jetzt besonderen Dank ausspricht.
beim Rudi Anschober weiß ich, dass er in den letzten 15 Monaten alles gegeben hat, alles für dieses Land gegeben hat, alles gegeben hat und uns erfolgreich durch die Pandemie zu führen. Man muss wissen, es ist eine, wir waren noch nie, also in den letzten 100 Jahren war man nicht in so einer Situation. In so einer Situation, wo uns eine Pandemie einfach so eiskalt erwischt, unvorbereitet erwischt. Und er hat alles dran gesetzt, ist bis über die Grenzen seiner Gesundheit gegangen, dass wir das so gut wie möglich schaffen, mit so wenig Toten wie möglich, mit so viel Anstrengung wie möglich. Und das hat dann dazu geführt, dass er letzten Endes auch gesagt hat, um das weiterzuführen, muss man fit genug sein. Und er hat sich selbst nicht mehr als fit gesehen. Kommen wir zur Justiz. Da gab es zuletzt viel Aufregung, weil die Korruptionsermittlungen eingeschränkt werden sollten. So hat das zumindest die Opposition dargestellt. Sie haben jetzt Anfang der Woche dazu auch Experten einbezogen. Was ist denn da jetzt der Stand? Wie ist es wirklich? Werden jetzt die Korruptionsermittlungen eingeschränkt? Wird die Arbeit der Staatsanwälte beschnitten? Also ich habe immer klargestellt, wenn diese Regelung, die wir jetzt in der Begutachtung haben, wenn die die Interpretation zulässt, dass hier Korruptionsermittlungen eingeschränkt werden, dass hier die Staatsanwaltschaft beschnitten wird, weil sie eben nicht ermitteln kann, dann müssen wir diese Bestimmung ändern. Denn mein oberstes Ziel ist es, die Korruptionsermittlungen zu stärken. Wenn es darum geht, Korruption zu bekämpfen und erfolgreich zu ermitteln, dann muss ich und dann werde ich auch die Rahmenbedingungen dafür zur Verfügung stellen, dass das möglichst effizient und unterstützend auch erfolgt. Und daher ist mein, wenn dieses Ziel mit dieser Bestimmung nicht verfolgt wird, sondern genau das Gegenteil eintritt, dann werde ich diese Bestimmung selbstverständlich ändern. Denn die Korruptionsbekämpfung und die Korruptionsermittlung ist immens wichtig und die werde ich unterstützen und die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass das gut funktioniert. Aber das heißt, das wird geändert, weil anscheinend sehen das ja die Staatsanwälte so, muss man sagen, zumindest ein Teil der Staatsanwälte sieht das so. Das heißt, sie werden auf das eingehen und werden da jetzt dieses Gesetz noch dementsprechend adaptieren. Also ich hatte eben die Experten und Expertinnen zu Beginn der Woche im Ministerium. Es gibt da natürlich unterschiedlichen Interpretationsspielraum. Die einen meinen, das ist sehr einschränkend, die einen meinen, naja, eigentlich bildet das die Rechtslage ab. Für mich persönlich ist wichtig, es muss Rechtsklarheit herrschen. Das heißt, wenn da irgendein Interpretationsspielraum ist, dann müssen wir das so ändern, dass es klipp und klar ist, dass hier keine Ermittlungen eingeschränkt werden sollen, dass keine Hausdurchsuchungen eingeschränkt werden sollen, Sicherungen nicht eingestellt werden sollen, Sicherstellungen nicht eingestellt werden sollen, sondern dass es halt wirklich die Staatsanwaltschaft die Möglichkeit hat, weitgehend unabhängig auch zu ermitteln. Und deswegen werden wir das auch entsprechend anpassen, das Gesetz. Jetzt muss man sagen, Sie haben derzeit überhaupt ja alle möglichen Baustellen in Ihrem Ministerium. Eine betrifft den Sektionschef, derzeit suspendiert, Christian Pilnacek. Der hat von einem Putsch gesprochen, der derzeit im Gange sei und meint damit anscheinend, dass die Grünen da sozusagen die ÖVP wegputschen innerhalb der Justiz. Oder wie würden Sie das interpretieren? Was meint er mit Putsch? Haben Sie mit ihm darüber gesprochen? Ich habe nicht mit ihm darüber gesprochen. Diese Nachrichten, die er dem Kabinettschef im Finanzministerium geschickt hat, sind Gegenstand derzeit von sowohl Dienstrechtsverfahren als natürlich auch den Strafrechtsverfahren. Und als oberste Weisungsspitze habe ich ja immer gesagt, ich mische mich nicht in Ermittlungsverfahren ein, weil ich will nicht als Justizministerin in den Verdacht kommen oder den Anschein erwecken, irgendwelche Verfahren zu beeinflussen. Das finde ich, man muss die Staatsanwaltschaft unabhängig ermitteln lassen. Daher mische ich mich in ein Verfahren auch nicht ein. Und daher werde ich auch keine öffentlichen Äußerungen dazu tätigen, weil die Staatsanwaltschaft soll unabhängig ermitteln. Das Dienstrechtsverfahren läuft und da möchte ich auch keine Kommentierung über Nachrichten abgeben. Aber weil Sie sagen, das Dienstrechtsverfahren läuft, wie schaut es da jetzt aus mit der Suspendierung? Bleibt es dabei oder nicht? Werden Sie sozusagen es auf jeden Fall akzeptieren, wenn es heißt, die Suspendierung wird aufgehoben? Oder werden also Sie die erste Instanz hat schon, die Disziplinarbehörde hat entschieden, dass die vorläufige Suspendierung aufzuheben ist. Genau, und jetzt gehen Sie hier in die zweite Instanz. Genau, wir haben gegen
Entscheidung, die wurde geprüft in der zuständigen Sektion. Man hat befunden, man soll dagegen Beschwerde erheben. Und das haben wir jetzt gemacht und das wird jetzt vom Bundesverwaltungsgericht geprüft. Ist da noch ein Vertrauensverhältnis, dass er als Sektionschef zurückkehren kann? Also auch das ist natürlich Gegenstand des Disziplinarrechtsverfahrens. Es wird am Bundesverwaltungsgericht dann behandelt. Und da kann ich mich auch derzeit und möchte ich mich auch derzeit nicht äußern. Es ist alles eine Frage, was genau in diesen Nachrichten jetzt gemeint war und was jetzt da drinnen steht. Und das wird das unabhängige Gericht auch entscheiden. Wie sehen Sie das denn generell? Man muss ja sagen, es gab in den letzten Wochen und Monaten permanent Angriffe von Seiten der ÖVP gegen die Justiz, vor allem gegen die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, aber auch gegen die Justiz im Allgemeinen. Da hat der Werner Kogl in ihrer Vertretung, und Sie haben das dann ja auch wiederholt, immer wieder gesagt, Sie stellen sich schützend vor die Justiz. Haben Sie das Gefühl, dass die ÖVP sozusagen das verstanden hat und diese Angriffe jetzt auch eingestellt hat? Oder wie sehen Sie das? Also ich glaube, man muss da unterscheiden. Ich sage immer, wenn es pauschale Angriffe auf die Justiz und die Ermittlungsbehörden gibt, dann werde ich mich immer schützend vor die Justiz und die Staatsanwaltschaft stellen. Denn ich bin der Meinung, unsere Demokratie, unsere Gesellschaft braucht einen starken Rechtsstaat. Und ein starker Rechtsstaat braucht eine unabhängige Ermittlungsbehörde, also unabhängige Staatsanwaltschaft. Und diese unabhängige Staatsanwaltschaft möchte ich unterstützen und möchte ich auch stärken. Und es ist meine Aufgabe als Justizministerin, die Staatsanwaltschaft unabhängig arbeiten zu lassen und alle Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass sie das auch tut. Und wenn es pauschale Angriffe auf die Staatsanwaltschaften gibt, die ja vom Gesetz her verpflichtet sind zu ermitteln, dann werde ich mich schützend vor die stellen. Denn das ist auch meine Pflicht als Justizministerin. Zusätzlich möchte ich aber schon noch betonen, ich bin jemand und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mir immer alles ganz genau anschaue. Ich schaue mir auch an, dort, wo es sachliche Kritik gibt, bin ich die Erste, die Sachen analysiert, die Evaluierungen vornimmt und dann auch gegebenenfalls Sachen ändert. Das habe ich beispielsweise auch bei Großverfahren gemacht. Die Justiz war immer wieder in der Kritik, dass manche Verfahren zu lange dauern. Jetzt hat das natürlich damit zu tun, dass die Justiz in den letzten 10 Jahren chronisch unterfinanziert wurde. Es hat an allen Ecken und Enden gefehlt. An der personellen Ausstattung der Staatsanwaltschaften, bei den Gerichten und so weiter. Und da habe ich letztes Jahr, aber auch heuer in den Budgetverhandlungen auch mehr Budget für die Justiz rausgeschlagen, damit wir natürlich gerade in diesem Bereich Sachen verbessern können. Jetzt gibt es ja viele, die sagen, Sie sind derzeit die mächtigste Ministerin, weil Sie sind sozusagen die, die da im weitesten Sinne auf dem Ministerium sitzt oder dort sozusagen die Zuständigkeit hat, dass die ÖVP derzeit massiv unter Druck setzt. Sehen Sie das auch so? Das würde ich so nicht sehen, ganz im Gegenteil. Ich habe immer gesagt, ich mische mich nicht in Verfahren ein, ich werde mich in kein Ermittlungsverfahren einmischen, sondern die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass die Staatsanwaltschaft unabhängig ermitteln kann. Das heißt, ich mische mich in keine laufenden Verfahren ein. Jetzt hat die ÖVP und ja sogar der Bundeskanzler der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Parteilichkeit unterstellt. Da war von roten Netzwerken beispielsweise auch die Rede. Da gab es eine parlamentarische Anfrage auch von der ÖVP-Justizsprecherin an Sie zur Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Sehen Sie da wirklich Probleme momentan in der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft? Weil Sie haben ja vorhin auch gesagt, wo es Probleme gibt, sind Sie jederzeit auch bereit, dem nachzugehen oder sind das parteipolitische Angriffe? Also bei parteipolitischen Angriffen, und da weiß ich ja auch gut zu unterscheiden, wenn es irgendwie parteipolitische Angriffe sind oder wenn es sachliche Kritik ist. Also ich bin immer ein großer Freund davon, von diesen Checks and Balances. Das heißt, wenn das Parlament soll ja auch die Regierung kontrollieren. Das heißt, wenn Anfragen von parlamentarischen Abgeordneten kommen, freue ich mich ja darüber, weil wird ja tatsächlich Kontrolle geübt vom Parlament, also eben auch von den Abgeordneten. Da wird auch die Arbeit der Justizministerin kontrolliert und geprüft und das ist auch zu begrüßen. Und dort, wo es Nachholbedarf gibt, nämlich jetzt, wie können wir Großverfahren effizienter gestalten, dort habe ich jetzt auch eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, um zu schauen, wie verbessern wir gerade die Korruptionsermittlungen, die Wirtschafts- und Korruptionsermittlungen, damit hier diese komplexen Verfahren, die ja wirklich auch international Zusammenhänge haben, wie wir die bestmöglich managen können, damit auch wir schneller zu einem Ergebnis kommen.
Aber bei pauschalen Angriffen muss ich mich natürlich schützend vor die Institution der Staatsanwaltschaft und der Justiz stellen. Denn ein starker Rechtsstaat braucht eine starke, unabhängige Staatsanwaltschaft. Und das ist meine Aufgabe, für die zu sorgen. Was in dem Zusammenhang ja auch immer wieder thematisiert wird, sind diese sogenannten Leaks, also was an die Öffentlichkeit gerät. Zuletzt die mittlerweile berühmt gewordenen ÖBAG-Chats zwischen Thomas Schmidt und mehreren Regierungsmitgliedern. Aber es gibt ja auch zig andere Verfahren und Akten, die in Medien aufgetaucht sind. Wollen Sie dagegen irgendwie stärker vorgehen, gegen diese Leaks? Ja, also es sind zwei Sachen, die man unterscheiden muss. Zum einen habe ich ja natürlich jetzt alles, was in der Sphäre der Justiz ist und noch nicht nach außen kommt, ist jetzt durch die Digitalisierung und durch den digitalen Akt, werde ich jetzt sicherstellen, dass wir immer nachvollziehen können, wenn wer auf die Akten zugegriffen hat. Das heißt, wenn ich nachvollziehen kann, wer hat zu welchem Zeitpunkt wann Einblick in einen Akt gehabt oder in die bestimmte Unterlage, dann können wir seitens der Justiz immer besser nachvollziehen, wer unter Umständen in Frage kommt für halt gewisse Wenn-Sachen aus der Justizsphäre rauskommen. Das Zweite ist aber, wenn Akteneinsicht da ist. Also wenn bereits ein Ermittlungsakt da ist und unterschiedliche Anwälte Akteneinsicht haben, dann kann ich als Justizministerin nicht mehr kontrollieren, inwiefern die Rechtsanwälte oder inwiefern jetzt die einzelnen Beschuldigten, die Akteneinsicht hatten, das selbst an die Öffentlichkeit spielen, um halt auch gewisse Vorteile zu generieren, also unter Anführungszeichen Litigation PR. Das kann ich natürlich dann nicht kontrollieren. Genauso wenig oder genauso ist es natürlich auch die Verantwortung des Parlaments und der Abgeordneten, wenn Sachen an den Untersuchungsausschuss geliefert werden, diese nicht sofort nach außen zu spielen, sondern sich die unterschiedlichen Geheimhaltungsstufen auch einzuhalten. Aber jetzt konkret in der Causa Thomas Schmidt, da sind alle Chatnachrichten und Inhalte mehr oder weniger an die Öffentlichkeit oder an gewisse Stellen geraten. Es gibt auf Twitter, ich will das jetzt hier nicht im Detail ausführen, ja, sage ich einmal, eine sehr untergriffige Debatte über die Inhalte, was auf diesem Handy zu finden war, sehr private Dinge. Werden Sie dem als Justiz nachgehen, wie das an die Öffentlichkeit geraten kommt? Also so viel ich verstanden habe, diesen Fotos, die, ich nehme an, Sie sprechen die Fotos an, das ist tatsächlich Fake News. Weil das, was im Akt gestanden ist, ist das Unterbeisein von dem Beschuldigten, höchstpersönliche und private Fotos gelöscht wurden. Mhm. Es steht natürlich überhaupt nicht, was da auf diesen Fotos drauf ist, aber selbstverständlich für die Staatsanwaltschaft wird nichts in den Akt nehmen, was nicht ermittlungstaktisch relevant ist. Das heißt, also, das, was da auf Twitter derzeit kursiert, sagen Sie, das ist Fake News und das hat mit dem Akt an sich gar nichts zu tun. Genau, das hat mit dem Akt nichts zu tun. Wenn Sie das Koalitionsklima derzeit benoten würden mit einer Schulnote, was würden Sie dem denn geben für eine Note? Also ich würde sagen, das lässt sich so schwer in Noten fassen, weil es ist eine Arbeitskoalition. Es ist natürlich keine Kuschelkoalition. Also wir müssen es ja nicht alle lieben, aber wir müssen Sachen vorantreiben und wir müssen Reformen vorantreiben. Und es sind auch gerade, auch wenn es ja vielleicht nach außen hin etwas turbulent erscheint, trotzdem sind uns viele Sachen gemeinsam gelungen. Also die große BVT-Reform ist uns gemeinsam gelungen. Wir arbeiten an vielen Reformen auch innerhalb der Justiz, sei es an dem Bundesstaatsanwalt oder auch am umfassenden Maßnahmenvollzug, einer Maßnahmenvollzugsreform. Also es sind viele, viele Projekte, die wir anpacken, die wir angehen. Und ich glaube, letzten Endes wird man Koalition daran beurteilen, was wir alles umgesetzt haben. Mhm. Aber das Klima ist zumindest nicht besser geworden im letzten Jahr, oder? So viel kann man schon sagen. Nein, ich würde sagen, wir sind auf einem sehr konstruktiven Weg. Es sind zwei, aber sehr unterschiedliche Parteien, muss man sagen, mit einer natürlich einer sehr unterschiedlichen Einstellung zu den Sachen. Und ja, da geht es manchmal auch etwas rauer zu, aber das gehört ja zur politischen Debatte dazu. Sie haben schon den Bundesstaatsanwalt angesprochen. Was haben Sie sich denn da als Zeitplan gesetzt? Ab wann soll der eingesetzt werden? Also wir haben jetzt Arbeitsgruppen in die Wege geleitet, weil es geht jetzt darum, tatsächlich die Rahmenbedingungen festzusetzen. Was wollen wir machen? Wenn wir jetzt den Bundesstaatsanwalt ins Leben rufen, dann darf das, was wir
quasi das neue System, das wir schaffen, nicht schlechter werden als das, was wir jetzt haben. Das heißt, es muss besser werden. Und damit es besser werden muss, dann müssen Expertinnen und Experten eingebunden werden. Da werde ich die Punkte, die erarbeitet werden, gemeinsam auch mit dem Parlament diskutieren, gemeinsam auch in der Öffentlichkeit diskutieren. Denn nur durch diesen Diskurs und die Einbindung der Expertise wird es uns gelingen, ein besseres System auf die Beine zu stellen, denn das ist wirklich eine umfassende Reform auch des Justizsystems. Aber heuer noch? Ich gehe davon aus, dass wir jetzt in den einzelnen Arbeitsgruppen Themen erarbeiten werden, wie wird die Person bestellt, wie unabhängig soll sie sein, weil wir müssen sicherstellen, dass die Person entpolitisiert ist. Das wollte ich fragen, wie wollen Sie das sicherstellen eigentlich, dass das wirklich jemand unabhängiger ist? Weil da sagen ja schon alle, sage ich einmal, Politbeobachter, das wird dann noch abhängiger, wenn das dann ein Bundesstaatsanwalt ist, der erst recht dann politische Entscheidungen trifft. Also das ist tatsächlich auch die große Herausforderung. Wie stellen wir sicher, dass die Person, die bestellt wird, unabhängig ist und vor allem entpolitisiert ist? Also es geht ja darum, die Weisungsspitze der Staatsanwaltschaft zu entpolitisieren. Weil wenn wir das nicht tun, dann kann man gleich beim Justizminister, der parteipolitisch bestellt ist, bleiben. Und da gibt es einige Vorschläge, die schon am Tisch sind. Also beispielsweise die Standesvertretung der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte hat gesagt, höchste Richter und höchste Staatsanwälte sollen einen Vorschlag erarbeiten, wer aus ihren Reihen mit einer entsprechenden Erfahrung auch dafür geeignet ist. Und dann soll der Bundespräsident darüber entscheiden, wer das dann letzten Endes werden soll. Also sprich, er soll vom Bundespräsidenten dann entschieden werden und nicht von der Regierung. Genau, ja. Also die Idee der Standesvertretung ist zum Beispiel von Bundespräsidenten. Das würden Sie auch so befürworten? Ich finde, es ist eine Möglichkeit, aber das muss man sich gemeinsam mit Experten auch erarbeiten und dann natürlich mit dem Parlament diskutieren. Denn es geht jetzt darum, wenn wir diese umfassende Reform machen wollen und die Staatsanwaltschaft noch unabhängiger machen wollen, als sie jetzt schon ist, und ihre Unabhängigkeit stärken, dann braucht es wirklich eine Diskussion, dann braucht es eine ordentliche Aufbereitung des Ganzen. Ich möchte keinen Schnellschuss und dann vielleicht irgendwie ein System kreieren, das schlechter ist als das, was wir jetzt haben. Und was schwebt Ihnen vor? Wann soll dieser Bundesstaatsanwalt dann eingesetzt werden? Wird das erst 2022 sein oder 2021? Wenn wir jetzt mit diesen Arbeitsgruppen starten, dann gehe ich davon aus, dass wir zu Beginn des nächsten Jahres einen ersten Entwurf mal präsentieren können. Und dann wird das ohnehin begutachtet. Also im Laufe des Jahres 2022 genau. Dann. Okay. Abschließend noch zu einem anderen Thema. Die FPÖ schießt sich wieder einmal, muss man sagen, gegen Sie ein, wirft Ihnen vor, dass Sie Strafmilderungen für Vergewaltiger und Sexualstraftäter wollen. Also das ist auch Fake News. Ich habe das klargestellt. Wir werden jetzt für Sexualstraftäter weder den Strafvollzug noch Strafdrohungen ändern. Das ist auch nicht in Planung. Also ich weiß auch nicht, warum das auch so angenommen wird. Es ist Fake News, ja. Okay. Und ganz zum Schluss noch, Frau Ministerin, private Frage. Sie sind jetzt wieder im Job, haben aber auch ein kleines Kind zu Hause. Wie bringen Sie das unter einen Hut? Ich stelle mir das nicht ganz einfach vor. Ja, es ist tatsächlich eine große Herausforderung, aber es heißt ja nicht umsonst, it takes a village to raise a child. Also man braucht wirklich ganz viel Unterstützung. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich auch diese Unterstützung habe, sei es von den Großeltern und natürlich meinem Mann, der derzeit in Karenz ist und sich um den Kleinen wirklich rührend kümmert. Und wir managen das schon ganz gut, aber ich bin extrem dankbar, dass es funktioniert, weil das ist nur möglich, weil wir einfach so viel Unterstützung haben. Und ja, da bin ich einfach sehr dankbar, sonst wäre es nicht möglich. Frau Ministerin, vielen Dank für den Besuch im Studio. Dankeschön. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es gleich weiter. Dann ist der Wirtschaftskammerpräsident Harald Mara gleich bei mir zu Gast zu den geplanten Öffnungsschritten.